Manchmal ist für Autobauer der Himmel zum Greifen nah. Eleganz und Sportlichkeit, Tugenden, die traditionell für die Marke mit dem springenden Jaguar stehen. Stolz präsentieren die Engländer ihr neuestes Kätzchen in den Pyrenäen. Mit der nächsten Generation des XF wollen sie vor allem die deutschen Premium-Marken angreifen. Jaguar macht weiter Jagd auf BMW, Mercedes und Audi. Nachdem die Engländer bereits mit der kleinen Limousine, dem XE, ordentlich Druck auf BMWs Dreier machen wollen, mischen sie jetzt die Businessklasse auf. Und zwar mit dem XF. Wie gut ihnen der gelungen ist, das wollen wir uns mal anschauen. Optisch vermittelt der XF mit stark ausgeprägten Schulterlinien, riesigen Lufteinlässen an der Front und Doppelendrohren am Heck einen kraftvollen und sportlichen Eindruck. Erstmals kommen bei Jaguar Voll-LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Die Lichtsignatur der schmalen Heckleuchten kennen wir bereits vom F-Type und vom XE. Der schnittige Eindruck des XF spiegelt sich auch in den Daten wider. Die Karosserie des neuen besteht zu 75% aus Aluminium und soll so bis zu 190 Kilo leichter sein als beim Vorgänger. Gleichzeitig soll die Torsionssteifigkeit um bis zu 28% gestiegen sein. Das Cockpit des 4,95 Meter langen XF zeigt sich im edlen Look. Holz- und Aluminiumapplikationen rahmen den mit Leder bespannten Armaturenträger ein. Farblich abgesetzte Ziernähte werten den Innenraum zusätzlich auf. Die Sitze sind bequem und bieten einer Sportlimousine angemessen einen ordentlichen Seitenhalt. Tief eingebettet ins Cockpit hat der Fahrer in der aufgeräumten Kommandozentrale alles im Blick und im Griff. Unter dem Drehschalter für die Gangwahl befinden sich die Schalter für die unterschiedlichen Fahrmodi. Darüber lassen sich die Einstellungen der Dämpfer, der Lenkung, der Motorcharakteristik und des Automatikgetriebes auf die gewünschte Fahrweise einstellen. Ab Ende des Jahres gibt es auf Wunsch die neueste Generation eines Infotainment-Systems mit großem Bildschirm. Wie bei einem Tablet lässt sich schnell durch das übersichtliche Menü wischen. Der Touchscreen wird dann hinter dem griffigen Lenkrad durch ein konfigurierbares TFT-Kombi-Instrument ergänzt werden, das bereits im Jaguar XJ eingesetzt wird. Insgesamt wirkt das neue Cockpit hochwertiger, aufgeräumter und moderner als beim Vorgänger. Und auch in der zweiten Reihe hat sich was getan. Obwohl der neue Jaguar XF ein paar Millimeter kürzer und flacher ist als das auslaufende Modell, sind Knie- und Kopffreiheit gewachsen, dank verlängertem Radstand. Unser Testwagen für die Berge Nordspaniens ist der XFR Sport mit 180 Diesel PS und Automatik. Das Volumenmodell der Baureihe. Er soll von 0 auf 100 in 8,1 Sekunden beschleunigen und 229 Stundenkilometer schnell sein. Jaguar verspricht einen Verbrauch von nur 4,3 Litern. Preislich beginnt der neue XF bei 41.350 Euro. Unser Testwagen kostet 50.110 Euro. Insgesamt bietet Jaguar den XF in 5 verschiedenen Ausstattungslinien mit 3 verschiedenen Dieselmotoren und 2 Benzinmotoren an. Die Leistung liegt dabei zwischen 163 und 380 PS. Nach einigen Kilometern auf engen Bergstraßen hat die Raubkatze mit ihrer satten Straßenlage mein Vertrauen gewonnen. Der neue XF ist durch seine Alu-Karosserie zwar 190 Kilo leichter, aber das spürt man überhaupt nicht beim Fahren. Im Vergleich zur potenziellen Konkurrenz, also dem 5er oder zum Beispiel dem A6, da ist die Federung vielleicht nicht ganz so geschmeidig. Die Lenkung ist dafür so mitteilsam, wie man das in dieser Klasse erwarten darf. Sie ist sogar etwas spontaner, etwas dynamischer. Allerdings ist der Fahrbahneinfluss auch deutlich zu spüren, zum Beispiel wenn man durch ein Schlagloch fährt. Und die Bremse, die hat Jaguar wirklich toll hingekriegt. Natürlich geht das Ganze auch noch eine Ecke sportlicher. Das hier ist jetzt der XFS mit Allradantrieb und satten 380 PS. Und diese Raubkatze lassen wir jetzt mal hier auf der Rennstrecke von der Leine. Der XFS beschleunigt von 0 auf 100 in 5,3 Sekunden, bei 250 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Der Verbrauch liegt laut Jaguar bei 8,6 Liter,
Für das Prachtstück muss ein Katzenliebhaber aber auch schon satte 70.390 Euro auf den Tisch legen. Natürlich hat dieser XFS deutlich mehr Power als die Variante, die wir bereits auf der Landstraße gefahren sind. Aber ganz ehrlich, Allradantrieb auf der Rennstrecke, so richtig Sinn macht das nicht. Da fährt man wie auf Schienen und spürt eigentlich gar nichts. Zum Glück ist die Standardausrüstung von Jaguar hier der Hinterradantrieb. Und das gibt sicherlich auch ein deutlich besseres Jaguar-Feeling. Zurück auf die Landstraße im Business Diesel. Hier demonstriert der neue XF immer noch am besten seine Qualitäten als Dynamiker. Der Engländer ist sicherlich eine gute Wahl für Bauchmenschen, die sich am frühen Samstagmorgen auf ihrer Lieblingsstrecke die Seele aus dem Leib fahren wollen. Zeit für ein Fazit. Jaguar sagt, der neue XF sei die neue Benchmark in der Business-Klasse. Also ganz so hochgreifen würde ich jetzt nicht. Allerdings ist dieser Wagen tatsächlich erstmals eine echte Alternative zum deutschen Establishment. Wobei die direkte Konkurrenz, also der 5er BMW, der A6 als auch die E-Klasse schon relativ alte Modelle sind und kurz vor der Ablösung stehen. Ein Kollege von Autobild hat bereits den neuen XF hier vor Ort gegen einen A6 verglichen. Man muss sagen, der A6 ist nach wie vor komfortabler und er ist besser verarbeitet. Allerdings, wenn es richtig kurvig wird, wie hier in den Bergen, dann macht der XF deutlich mehr Spaß. Im kommenden Herbst beginnt der Verkaufsstart des neuen XF. Dann wird sich zeigen, wie er sich gegen die deutsche Konkurrenz schlagen wird und ob auch für die Jaguar-Händler der Himmel zum Greifen nah ist.